Wir haben noch nicht mal ganz August 2013 und wir können euch schon bereits Neuigkeiten aus dem Hausdreck zeigen. Das ist das neue Fuel EX mit 29 Zoll Rad. Das Fuel EX hat DRCV-Dämpfer drauf. Das ist ein Zwei-Luftkammern-Federsystem. Das bedeutet, dass wenn die erste Luftkammer komprimiert ist, durch das Ventil die zweite Kammer aufgeht und durch das viele homogenere Federkennlinien gibt. Zudem haben wir einen Full-Floater, das heisst, der Dämpfer ist auf dem Fortsatz der Kettenstreben aufgeschützt. Das bedeutet, wenn das Hinterrad einfedert, dass vorne durch der Dämpfer nicht direkt auf dem Rahmen abstützt, sondern eben auf dem Fortsatz und mit absenkt. Das gibt viel geschmeidigeres Ansprechverhalten vom Dämpfer. Zudem hat er das ABP, das ist das Gelenk, das genau in der Radnabenmitte sitzt. Das hat den Vorteil, dass wenn ich bremse, tut das nicht auf die Federung greifen. Sprich, ich habe ein neutrales Federverhältnis, auch beim Bremsen, und es gibt kein Bremsstempeln. Diese Velo gibt es in einer Aluminium- und in einer Carbon-Version. Und die Velo stehen bereits in unserem Shop in Regensdorf und Dietikon.